auch. Guck mal, wie geil. Guck mal. Schütt einfach ganz drauf. Eischaum des Sheriff. Scheiß drauf, ich schneide ja schneid rein, schneid rein, da. Schneid rein. Oh! Oh, halb. Lava. Willkommen zu Clueless Cooking mit Andi Töpfe und Matteo Mayonnaise. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir ein Soufflé machen. Ich habe einfach eine Sache eingekauft. Wir gucken gleich, was du eingekauft hast. Und ich habe auch falsch eingekauft. Was? Warte mal, das ist Basilikum, ne? Ja, wir brauchen aber Petersilie. Ja, schade. Wirklich jetzt? Ja, ist doch egal. Ist nein, ist nicht egal. Ja, ist halt Grünzeug. Nein, es ist nicht egal. Wir präsentieren erstmal die Zutaten. Und dann sagen wir euch, was wir kochen. Also, ich habe gekauft mindestens 100 Gramm Brokkoli, 40 Gramm Butter. Kann man leider nur in größeren Mengen kaufen. 40 Gramm Plain Flour. Es gab nur Weizen und kein Flugzeugmehl leider. Scheiße. 230 Milliliter Milch. Dann 1 Teaspoon Chicken or Vegetable Stock Granules. Dachte ich einfach sowas. Dann Salt and Black Pepper to Taste. Ja, haben wir hier. Nutmeg to Taste. Muskatnuss haben wir hier. Sehr gut. Schinken. Schinken. So, 100 Gramm Gruyère Cheese. Dann haben wir noch 4 Eier. Wir haben 6 von 4 erreicht. Hier, toll. One Clove Garlic. Und finely chopped fresh Parsley. Ich wusste nicht, was Parsley ist, aber einfach Basilikum. Andi, ich habe das doch im Stream gesagt. Das ist Petersilie. Ja, denkst du, ich schreib da mit oder was? Nein, du passt auf. Ich bin Gordon Ramsay und du bist Sandwich. Hä? So. Ich bin das Sandwich. Ja, das ist alles. Und jetzt dürfen wir nicht recherchieren, nein, wie Sachen gehen. Erstmal müssen wir wissen, was ist denn das Gericht, was wir kochen wollen? Ja, ist irgend so ein Auflaufding oder nicht? Nein, stopp. Doch, doch, doch. Ein Auflauf ist kein Soufflé. Es kommt in Auflaufform. Nee. Nicht? Nein, es kommt in so kleine Cupcake-Formen. Wollen wir nicht ein großes Soufflé machen? Ja, wir machen eine große Cupcake-Form, würde ich sagen. Na, Andi! Schau mal, wie schick das ist. Ist das dein... Da ist ein Haar drauf. I, mach sie weg! Hast du Angst vor Haaren? Ja, ich habe eine Haarphobie. I, mach das weg in Mülleimer bitte. Müll! Also für mich ist der Abend jetzt schon gelaufen. Ich werde hier nichts mehr von essen. Soufflé klingt für mich so fluffig, oder? Ja. Fluffig, oder? Das heißt, wie wird etwas fluffig? Wir haben ja Eier. Ja. Und vielleicht könnte der erste Schritt sein, dass wir die trennen. Ja. Wir trennen die bestimmt aus dem Grund, dass wir den weißen Kram so fluffig schlagen. Ja! Schritt 1 wird also sein, die Butter sofort wieder zurück in den Kühlschrank zu tun und dann trennen wir Eier. Das ist perfekt. Andi, unsere Challenge ist aber, dass wir so lecker kochen, dass wir das alles komplett aufessen werden. So, und das Gute ist, ich habe erstmal ein bisschen Hunger. Das noch Bessere ist, in dem Gericht wird Käse sein. Es gibt nahezu kein Lebensmittel, auf dem Käse ist, das man nicht mehr essen kann. Also man könnte einen Stein mit Käse überbacken, man kann diesen Stein dann essen. Ich würde einfach jetzt mal Fokus auf die Eier hier. Fokus auf also die Eier. Also auch eine allgemeine gute Regel im Leben. Also ich habe keine Ahnung, wie man Eier trennt. Soll ich dir eins vormachen und du versuchst zu emulieren? Mach du mal. In Gläser? Ja, dann sieht man das geil. Ich mache jetzt eine Anleitung, wie man Eier trennt. Man braucht ein großes Gefäß, möglichst leer. In dieses Gefäß das Eiweiß, weil das Gefäß ist weiß. Dann braucht man ein kleines Gefäß, in diesem Fall ein Glas. In das kommt das Eigelb. Dann schlägt man das Ei auf der Kante von dem Glas auf. So, guck mal, das ist der perfekte Schlag. Oh, perfekte Schlag, genau eine Rille. Und jetzt kann man da einfach so angreifen und dann spaltet man das Ei und lässt so den Überschuss ablaufen. Ah ja. So, und dann immer das Eigelb so hin und her. Okay. Und bei jedem Mal hin und her verlierst du ein bisschen von dem Eiweiß. Ja, also man braucht zwei Hände. Du könntest das nicht einhändig, ne? Doch, könnte ich auch. Das gerade kannst du mit einer Hand. Ja, natürlich. Ja, staunst du, ne? Ja, so. Das zweite machst du. Guck mal, eins mit Sommersprossen. Oh, das war überhaupt nicht fest genug. So, ja, hier, das sieht doch gut aus. Was ein Schnodder, ey. Sehr guter Schlag, geil. Alter, Andi. Okay, wir haben jetzt die 4 Eier schon, ne? Ich überleg schon mal, was der nächste Schritt dann ist. Okay, meinst du, man kann per Hand Eiweiß schlagen, sodass es fluffig wird? Ich schon. Okay, Andi, dann wird deine Aufgabe sein, das so lange zu schlagen, bis es flufft. Ja, okay, dann bretter mal rein. Also Andi, ey, das ist ja jetzt, das ist ja nicht mal 10 km/h. Also, nimmst es so, dann ein bisschen in die Hocke. Oh, und du schmeißt es gleich auf den Boden.
nicht viel schneller als du eigentlich. Oh, es ist schon voll fluffig. Jetzt mal, guck mal. Ja. Was wäre der nächste Schritt? Der Eischnee ist fertig, wenn man es umkippen kann und es nicht rausfällt. Ja, wir testen es hier mit der Schüssel. Nee, in du drei, machst jetzt müssen zwei, wir alles sauber machen. Eins. Hä, wie lange es auch hält, ist ja beeindruckend. Okay, reicht. Übertreib's nicht, strapazier nicht dein Glück. Es ist absolut fest. So, Knoblauch. So, erstmal, wie kriegt man die Haut von einer Knoblauchzehe am besten ab? Und zwar, pass auf, geht folgendermaßen. Man nimmt ein Messer, nimmt eine Zehe raus, man nimmt dann so eine Zehe, so. Und dann mit einem flachen, großen Messer, dann legt man das Messer so drauf und dann schlägt man drauf. Und dann kannst du einfach das rausnehmen. Fertig. So, dann müssen wir Brokkoli auch irgendwie... Ist es hier genug Wasser? Okay, genau 100 Gramm. Du musst jetzt nicht festlegen, wie viel 100 Gramm sind. Genau das. 112. Das ist saugut. 112. Pock! Machen wir das schon ins Wasser oder machen wir noch kleiner irgendwie? Nee, wir machen das jetzt ins Wasser. Wir müssen das Wasser aber salzen vorher. Schnell. Nein, noch nicht. Schnell. Boah, wie viel Salz du daran machst. Jetzt. Was ist jetzt mit dem Eischaumkram? Ich habe keine Ahnung, wie man den benutzen soll. Wir haben noch Milch und Butter. Was machen wir mit dem Mehl? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir könnten das Eigelb nehmen, das hier reinschütten mit Gemüsebrühe, ein bisschen Salz und Pfeffer, wie so ein Omelette. Und dann machen wir da den Brokkoli rein, heben den auch unter, dann ein bisschen Käse. Aber was machen wir mit dem Eischaum? Welche Mengen brauchen wir überhaupt nochmal? 240 Milliliter Milch oder so. Stimmt, wir brauchen ja noch Milch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was man damit macht. Butter müssen wir auch irgendwie zerstückeln und so. Wir nehmen die Butter und streichen damit erstmal diese Form aus. Das machen wir bei Kuchen auch. Dein Job. Okay. Ich schnibbel Schinken. Man kann auch nicht zu viel Schinken haben, oder? Nee, das geht nicht. Es gibt nicht zu viel Schinken. So, okay, Form ist gefettet. Also Andi, ich glaube, ich werde jetzt das Eigelb hier einfach reinschütten. Okay, na gut. So, dann werde ich das vermixen mit Gemüsebrühe. Das ist so falsch. Ich würde sagen, das ist zum Drüberbröseln. Käse kommt auch zum Drüberbröseln. Ja, aber auch mit rein. Käse ein bisschen mit ins Eigelb. So, dann machen wir ein bisschen von der Gemüsebrühe in das Eigelb. Das sieht ganz lecker aus, um ehrlich zu sein, oder? Okay, das ist schon mal gut. Was? Eischaum des Sheriff. Okay, Andi, ich werde ein bisschen Muskatnuss mit reinmachen. Weil die Schale kann man auch essen. Ich habe das Gefühl, Muskatnuss passt da krass rein. Nein, Schale bitte nicht! Boah, aber der Käse stinkt, Alter. Ja, das stinkt, aber gut, wie Käse halt. Aber glaubst du echt? Wie viel Muskatnuss ist lebensgefährlich? Das ist super dünnisch. Aber Muskatnuss ist nicht giftig, oder? So, was ist mit dem Weizen? Jetzt mal ganz real talk jetzt. Was ist mit Weizen? Soll ich ein bisschen reinmachen einfach? So, wir machen hier... Ist klebrig, ey. Hoch. Wir machen eine geile Bechamelsoße mit Käse. Okay. So, pass auf. Machen jetzt erstmal hier die Butter. Wir schmelzen die Butter an. Ist es nicht zu viel Käse? Nee. Du sagst gerade ohne Scheiß die zwei Wörter in Kombination. Zu viel und Käse. So, dann wie viel Mehl macht man da rein? So. Nee, mehr Butter. Andi, kannst du Milch? Was? Milch. Wie viel? Nach deinem Gefühl. Okay, 240 Milliliter. Nee. Ja. Let's go. Ja. Sieht ein bisschen aus wie erbrochen, ist aber farblich ziemlich ansprechend. Vielleicht noch ein bisschen Milch, oder? Das sieht ein bisschen trocken aus. Ja, auf jeden Fall. Warte. Magst du mir jetzt den Käseanteil geben, den du mir ab... Einfach in die Pfanne. Knall einfach rein. Ja, geil. Und den können wir jetzt auch hier reinmengen. Da rein? Ich hätte den einfach jetzt in die Form gelegt. Oh, das ist auch eine gute Idee. Okay, leg den in die Form, ja. Aber wir sollten den Backofen vorheizen. Wir machen 200 Grad. Jetzt würde ich den Brokkoli hier rein tun, wie du gesagt hast, oder? Okay, knall rein. Geil, ja, geil, Andi. Ich habe auch mehr Brokkoli gemacht, als wir geplant hatten. So, okay, das ist gut. Dann, ich würde sagen, den Käse machen wir am Ende drauf, damit er so eine geile braune Kruste ergibt. Ja. Schinken kann schon direkt rein. Ups. Oh, Vorsicht. Ein bisschen rein. Käse kann auch, damit das, ne? Damit ja, das ist geil. Damit das zusammenklebt Käse, alles. Jetzt fülle ich Bechamel. Der Knoblauch war da jetzt auch dabei, passt, oder? Really? Du hast außersehen den Knoblauch einfach... Ja, aber das passt doch, wo soll der sonst hin? So, Achtung, jetzt kommt Bechamel einfach drüber. Aber jetzt muss es schnell gehen, meine lieben Freunde. Ja, jetzt muss der Käse direkt... Warte, Andi, ich muss das noch mixen. Was ist mit dem Eischaum? Also, der ist doch immer noch nicht drin. Nee! Dann kommt er jetzt. Der hat so... Schlag nochmal auf. Der entscheidet sich schon wieder, ein Küken zu werden. Da ist so Flüssigkeit unten drin. Oh, geil, Alter, Andi. Soll ich einfach mal draufschütten? Du schüttest drauf und ich heb dann unter, genau. Schütt einfach ganz drauf. Das sieht aus wie
Styropor. Das ist ja der Grund, warum das Ganze fluffig wird, Chat. Das wird ja dann das der Fluff. Ach. Fluff. Le Fluff. Le Suff. Boah, Alter, das ist ja mega fluffig. Andi, der wird zergehen. Das wird wie so eine, wie so ein Schaumbad. Ey, aber jetzt mal ganz ehrlich, es könnte... So, guck mal, jetzt so. So, jetzt haben wir das hier. Und jetzt nehme ich den restlichen Käse. So. Also jetzt mal ganz kurz Real Talk. Das sieht aus... Schwierig. ...als hätte das jemand gemacht, der weiß, was er tut. Jetzt würde ich sagen, führe es doch mal in den Backofen ein. Okay, wir machen komplett Point of View. Oh, Andi, soll ich vielleicht dir helfen? Okay. Nee, das nur... Was? Rippteller? Rippteller? Was soll denn mit... Leute, das ist Porzellan. Der Teller wurde bei 1000 Grad gebacken, damit er überhaupt so heiß, so hart wurde. Ihr wollt mir erzählen, ein Teller darf nicht 180 Grad heiß werden oder was? Teller kann platzen da drin, Teller raus. Ich werde persönlich für diesen Teller aufkommen, wenn er platzen sollte. Wenn der Teller kaputt geht, dann werde ich ihn ersetzen. Und Andi auch. Teller geht kaputt. Leute, dieser Teller wird nicht kaputt gehen. Soll ich euch mal sagen, wie Sachen kaputt... Es sieht aber auch ein bisschen geil aus. Aber es sieht so ein bisschen aus, als hätte man geplant, dass das Fluffige unten bleibt. Und jetzt quillt das so aus Versehen über. Oh, was ist eigentlich mit dem Basilikum, Andi? Wie lange muss es eigentlich in den Ofen? Bis der Käse goldig braun wird. Okay, das heißt, wir machen es nach Optik, ja? Ja. Bin sehr gespannt. Können wir irgendwas falsch gemacht haben? Kann es bisher nicht. Versalzen sein? Kann's nein, sein, nein, nein, nein. Okay, komm, Andi, let's go. Abgegrenzt. Das sieht ja echt ganz anders aus als in der Cam. Ist es verbrannt schon? Nee, gut. Das ist ja ein praller es Oschi. Es riecht auch geil, oder? Oh. Ja, hol du mal raus. Übrigens, Teller bisher noch nicht geplatzt. So. Kinder. Erst mal abdrehen. Stell dir vor, man hätte so Hände als Mensch. Wäre ganz lustig. Weißt du, wie nervig es sein muss, wenn man ein Pferd ist, man hat eine Hufe. Ja. Du hast halt nur so... Dann können wir unser Hirn gar nicht anwenden. Ey, ganz ehrlich, das sieht gut aus. Sieht ja echt geil aus. Prallet Gerät, ey. Das ist wunderschön. Echt geil. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, wie schön das ist, aber es ist wunderschön. Teller, machen wir hier drauf. Das riecht auch geil. Das riecht wirklich geil, das muss ich sagen. Komm, lass mal einfach was rausschneiden und wir probieren es. Boah, Andi. Alter, das ist durch. Geil. Bisschen Saft ist da auch. Oh! Alter, what is happening? Das riecht auch geil. Ach, geil. Ach, geil. Aber, geil. Also, ich werde bei mir versuchen, so einen Querschnitt mit allem. Du isst schon? Nicht? Doch, doch, iss. Ich bin chaotischer Esser anscheinend. Guten Appetit. Bin ich so. Ja, guten Appetit. So sieht's aus. Ein perfektes Gericht. Oben Käsekruste. So geht Kochen. Also ganz ehrlich, dafür, dass wir keine Ahnung hatten und einfach so chaotisch reingestartet sind. Also Chat, wer von euch hätte gedacht, dass wir etwas Essbares machen, nachdem ihr die ersten 5 Minuten von dem Stream gesehen habt? Also erstmal, das muss ja gar nicht mehr gesalzen werden. Das ist ja genau richtig salzig. Das ist ganz schön gut. Es schmeckt genau wie so ein ganz fluffiges Omelette. Mit Käse überbacken und innen drin so richtig geilem Speck. Und weißt du, was ich glaube? Hätte man da Petersilie reingemacht, hätte schlechter geschmeckt. Andi, ich finde das ein wirklich sehr leckeres Gericht, ganz ehrlich. Aber es ist halt wirklich einfach Käse und Schinken. Da kann man eigentlich nichts verkehrt machen, ganz ehrlich. Das schmeckt einfach lecker. Ist halt Brokkoli-Auflauf. Ja, ist es. Aber so ein ganz fluffiger. Oh, halb. Oh, halb. Oh, oh, der Kern ist immer richtig heiß. Lava. Geil. Das war das. Ja. So, dann vielen Dank, Andi, fürs Einkaufen, fürs Vorbereiten, was er alles hier gemacht hat, weil du nur Hilfskoch im Prinzip. Okay, dann gehe ich jetzt ins Studio und wir verabschieden uns von Andi. Mach's gut, Andi. Ciao. Ciao.